beginnen will ich gleich mal eigentlich mit der Dame, die direkt neben mir steht, Frau Stiegelmeier. Als ich nämlich im Jahr 2013 zusammen mit dem Herrn Conti, wo ist er denn, da hinten, bei Ihnen vorstellig wurde und gefragt habe, Sie haben da so ein schönes Grundstück im Immo-Scout inseriert, haben Sie mir mitgeteilt, dass es leider Gottes mehr oder weniger schon verkauft ist. Ja. Sie haben aber dann gemeint, ich darf Ihnen mal noch ein Konzept vorstellen. Ja. Und dann haben wir das Konzept vorgestellt und Sie haben gesagt, ja, Sie wollen ja da Bäckerei machen. Ich sagte, ja, ganz genau. Und dann haben sie gemeint, ja, wenn Sie noch einen Kaffee dazu machen, dann kriegen Sie mein Grundstück. Hintergrund war wohl das, dass hier früher ein Bubi war, oder? Bubi, Frau Stiegelmeier. Und der hatte eine Bäckereifiliale dabei. Der Bubi, ja. Und der hatte eine Bäckereifiliale dabei, die so eine Art Treffpunkt von Viertel war. Und die Frau Stiegelmeier war der Meinung, dieser Treffpunkt fehlt in dem Viertel. Und das war der Grund, warum wir das Grundstück bekommen haben. Und das eigentlich Außergewöhnliche an der Geschichte ist, dass die Frau Stiegelmeier zwei hochinteressierte Leute hatte, aber gar nicht auf die Idee kam zu sagen, wer zahlt man denn mehr von euch? Also unterm Strich ging es da nicht um ein persönliches Interesse, möglichst viel für das Grundstück zu kriegen, sondern sie hat es im Sinne des Viertels entschieden. Und ich finde, das ist wirklich mal einen ganz, ganz dicken Applaus wert.